Die Behandlung der Kinnregion ist eine hochsensible Region. Wir haben hier viele Patienten, die aufgrund der Winkeldefizite zur Nasenspitze, Lippe und Kinn hier eine Verbesserung der Kinnstruktur haben möchten. Es sollte etwas ein spitzerer Kinn sein, ein etwas zu der Harmonie des Gesichtes passender Kinn und ein Kinn, welcher auch zu einer Hautstraffung dienen kann, also ein Facelift ohne OP. Dafür ist eine Kinnbehandlung bei einer sogenannten Jawline-Behandlung auch notwendig. Also man sieht, es sind hier viele Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, wenn man hier eine ordentliche Behandlung durchführt. Deshalb sage ich immer, zu einem Facharzt für plastisch-ästhetische Chirurgie gehen, damit man so nicken kann und freundlich glücklich ist wie dieser Patient.